Eine Stadt für alle. Ein Motto, das viele Vorstellungen weckt. Für mich bedeutet es eine Stadt für Arm und Reich, wo es nicht so viel Unterschied gibt. Also wo Leute, die weniger Geld haben, was machen können, für die es spannend ist und auch für die anderen. Für mich, wenn wir alle die gleiche Möglichkeit haben, um eine Arbeit zu finden oder ja, zu arbeiten. Ja, egal wo man herkommt, egal aus welchem Land. Ja. Hamburg ist eine schöne und beliebte Stadt. Die hohe Lebensqualität und die wirtschaftliche Dynamik machen Hamburg attraktiv. Sowohl für Besucher als auch für Menschen, die dauerhaft in der Stadt leben und arbeiten wollen. Vor allem für junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren ist Hamburg ein Magnet. Die meisten kommen aus dem Umland in die Stadt, aber auch aus den Partnerländern der Europäischen Union und aus der ganzen Welt. Zurzeit wächst Hamburg um etwa 10.000 Einwohner pro Jahr. Von den Fähigkeiten und Ideen zuwandernder Menschen profitiert das traditionell weltoffene Hamburg seit Jahrhunderten. Allein im letzten Jahr hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hamburg um 2% zugenommen. Es ist die Aufgabe des Senats, das Wachstum der Stadt zu gestalten und dafür zu sorgen, dass es für alle gute Lebens- und Arbeitsbedingungen gibt. Transparenz und ein stetiger Dialog über die Entwicklung der Stadt gehören dabei zur Hamburger Planungskultur. Der Senat hat die Ziele für sein Wohnungsbauprogramm neu formuliert und die Zielzahlen erhöht. Künftig sollen die Voraussetzungen für 10.000 statt wie bisher 6.000 neue Wohnungen pro Jahr geschaffen werden. Das Bündnis für das Wohnen ist eine gemeinsame Initiative von Senat, Wohnungswirtschaft, Verbänden und Bezirken. 3.000 der 10.000 neuen Wohnungen werden sozial geförderte Wohnungen sein, für Menschen mit normalem oder geringem Einkommen. Zusätzlich flankiert der Senat den Wohnungsneubau mit Maßnahmen wie der Mietpreisbremse oder sozialen Erhaltungsverordnungen, um die Mieten in Hamburg stabil zu halten. Viele tausend Wohnungen werden in Hamburgs westlichen Stadtteilen neu entstehen. Auf ehemaligen Bahngeländen, der ehemaligen Trabrennbahn und auf dem Gelände der Holstenbrauerei. Aber auch in der Hafen City, in Harburg, in Wilhelmsburg und vielen weiteren Standorten ist der Bau von tausenden neuen Wohnungen auf den Weg gebracht. Gleichzeitig werden weiter Baulücken geschlossen, bestehende Gebäude aufgestockt und Entwicklungspotenziale in Hamburgs Osten, stromaufwärts an Elbe und Bille, erschlossen. Auch an den Rändern der Stadt werden neue Quartiere entstehen, in Sandbeck, Oeyendorf, Oberbillwerder und Mümmelmannsberg laufen die Vorbereitungen für große Stadtentwicklungsvorhaben. Diese Projekte werden einen großen Beitrag zur Umsetzung des Wohnungsbauprogramms leisten. Es werden dort neue lebenswerte Quartiere mit bezahlbaren Wohnungen entstehen, die Maßstäbe im Bereich des nachhaltigen Städtebaus setzen. Dabei wird darauf geachtet, dass Hamburgs Charakter als grüne Stadt am Wasser erhalten bleibt. Damit man in den neuen Quartieren gut leben kann, muss für ein gutes Verkehrsangebot genauso gesorgt werden wie für eine ausreichende Anzahl an Kita-Plätzen, gute Schulen, schöne Parks und vieles mehr. Die Vielfalt der Lebensstile und Familienmodelle und der demografische Wandel verändern unsere Gesellschaft und machen sie bunter. Deshalb müssen die Quartiere so gestaltet werden, dass es in ihnen Wohnungen für jede Haushaltsgröße, für jedes Lebensalter und für jeden Geldbeutel gibt. Die neuen Wohnungen und Quartiere sollen den Bedürfnissen ihrer zukünftigen Bewohner möglichst gut entsprechen. Um dies zu erreichen, werden die Bürgerinnen und Bürger auf vielfältige Weise an den Planungen beteiligt. Dies geschieht in Planungswerkstätten zu einzelnen Gebieten und Projekten, in Dialogwerkstätten der Stadtwerkstatt und auch durch Bürgerbeteiligung online.
Weltoffenheit bedeutet für mich, dass man immer willkommen ist, egal wo man hinkommt. Also in Hamburg sind die Wohnungen sehr teuer, auch kleine Wohnungen. Man sollte vielleicht ein bisschen billigeren Wohnraum schaffen. Es ist wie so oft ein langer Prozess, aber ich glaube, Hamburg kriegt es besonders gut hin, also weil wir das schon seit Jahrzehnten können.